Österreich wehrt sich. Die Fragen und Antworten zum Impfzwang. Für wen wird die Impfpflicht gelten? Anders als propagiert, ist die Impfpflicht keine Zwangsmaßnahme für Ungeimpfte alleine, sondern für die ganze österreichische Bevölkerung. Also auch für alle, die sich nicht auf Befehl des Gesundheitsministers eine dritte, vierte, fünfte Impfung holen wollen. Und wann das erfolgen soll, bestimmt auch alleine der Gesundheitsminister am Parlament vorbei mit Verordnung. Somit betrifft das Gesetz zur Impfpflicht tatsächlich alle Personen in Österreich ab 18 Jahren, egal ob man bereits geimpft, geboostert, genesen oder eben ungeimpft ist. Wird es Ausnahmen geben? Derzeit sind nur wenige strenge Ausnahmen vorgesehen. Neben der Ausnahme für schwangere Frauen spricht das Gesetz davon, dass eine Ausnahme nur in jenen Fällen gelten soll, in denen nicht ohne Gefahr für Leben oder Gesundheit geimpft werden kann. Wie kann man nachweisen, dass man sich nicht impfen lassen darf? Der Gesundheitsminister bestimmt mittels Verordnung, welche Ambulanzen, Krankenanstalten und Amtsärzte zur Ausstellung einer Bestätigung über das Vorliegen einer Ausnahme von der Impfpflicht befugt sind. Desgleichen bestimmt er mit Verordnung, unter welchen näheren Bedingungen ein Ausnahmegrund gegeben ist. Die Bundesregierung hat somit die Kompetenz der Ärzte, Fachärzte und Hausärzte gestrichen. Auch das spiegelt den derzeit vorherrschenden massiven Druck seitens der Ärztekammer wider. Für eine Ausnahme von der Impfpflicht wird somit leider eine ärztliche Bestätigung ihres behandelnden Facharztes nicht ausreichen, dies obwohl ihr behandelnder Arzt sie bestimmt am besten kennt. Wie komme ich zu so einer Bestätigung? Auch wenn das Gesetz nunmehr die fachliche Beurteilung Ihres behandelnden Arztes ausschließt, raten wir Ihnen trotzdem natürlich, mit Ihrem Arzt Ihre individuellen Risiken zu besprechen und mit dessen Hilfe den Weg zu den vorgesehenen Stellen zu bestreiten. Das heißt, bestehen Sie darauf, dass Ihr Facharzt Ihren Fall dem Amtsarzt bzw. der berechtigten Stelle für Impfbefreiungen vorlegt? Lassen Sie sich das unbedingt schriftlich bestätigen? Parallel bzw. in Absprache mit Ihrem Facharzt sollten Sie auch selbst einen Termin beim Amtsarzt beantragen.